Und man weiß ja, dann kommt er wieder und versaut's einfach. Weißt du, ich mache einen Y-Angriff, ich krieg Schaden. Während ich angreife. Ich will's dem, ich krieg Schaden. Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order Folge 44 hier beim Let's Play Stream. Mir geht's heute weiter, deswegen wird dann ganz viel Spaß beim Let's Play. Ich möchte gar nicht weiter lang rumreden, ich will weiter spielen und dann machen wir jetzt auch. Achso. Ah, interessant. Achso, wir sollen jetzt einfach runter, ne? Ja, okay. Brüder! Kann ich eine Weile so machen. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Da schießt er in dem Moment. Du mir. Da bist du. Jetzt habe ich dich gesehen. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Du hast keine wahre Stärke. Als ob er den nicht als. Wo bleibt dein Können? Oh. Geduld ist der Trick, Freunde. Er ist zu weit weg. Junge, ich laufe da nicht vor, während die ganzen Bogenschützen auf mich feuern. Ach, leck mich. Nicht gewinnen, Fremder. Please, Alter, der schießt einfach dagegen. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Was? Beide abgewehrt. Auch noch eine scheiß Spinne. Auch gut. Na? Ich bin noch ein bisschen weiter vor. Da schießt mir ein bisschen zu viel von dem Mist. Naja, komm. Bringen wir es auch mal zu Ende. Da. Schmieren. Danke. Rätet die Verfallenen. Digga, wie soll man denn da hinkommen? Warum haben wir hier so viele Sachen ausgelassen? Frechheit. Ja, genau das hier ist der Weg, den ich eigentlich brauche. Toll.
klar kann er da nicht hoch. Warum? Wundert's mich überhaupt nicht. Habe ich hier irgendwas vergessen? Hier ist nichts, wo wir noch nicht. Also, wir haben halt hier echt viele Sachen nicht angeguckt und so. Oh, da ist noch eine Etage. Ist ja geil. Als ob man da nicht hochkommt. Also, das ist lächerlich, ist das. Ich hasse es. Es ist halt. Es ist halt nicht mal irgendwie in irgendeinem Sinne, ne? Also. Ah, das hier ist wirklich einfach nur rein aus Optik hier gebaut. Also hier ist wirklich auch nichts. Das ist nur eine Arena. Okay. Wissen wir Bescheid. Kacke. Sieht so aus wie eine Treppe. Im echten Leben hätte man da auch locker hochlaufen können, aber... Was bringt mir das? Also. Hier ist es natürlich auch nicht schlecht. Will er nicht? Habe ich jetzt eigentlich Sinn gemacht? Tut doch nicht so. Vielleicht. Jo, das war's. Du hast also mein schönes Tor hier zugemacht. Gebracht hat sie letzten Endes nur dein Tod. Und nicht mehr. Das ist da war wirklich was drin. Mantis Lackierung. Ich will Wahrheit, Freunde. Kann ich den Stim kriegen, Baby? Ich werde hier nicht sterben! Du wirst nicht entkommen! Hier ist sowieso nicht der Durchgang. Ich will nicht länger auf Anweisungen der Schwester warten. Wir müssen uns um den Eindringling kümmern. Eindringling. Die Brüder der Nacht haben einen Eindringling festgesetzt, warten aber auf Anweisungen. Ja. Ach, da bist du ja wieder. Hast du doch noch nicht genug. Komm. Komm. Kannst du also hochspringen? Stell dich, Stiegen. Dann nicht. Ich komme früher oder später sowieso zu dir. Nämlich jetzt. Offensichtlich. Hier ist nichts, das ist toll. Hier kann man eine Abkürzung freischalten, habe ich gehört. Aber von da kommt man jetzt direkt hier hin. Okay, das ist nicht schlecht. Natürlich.
Hier haben wir noch eine Sache vergessen. Wobei, waren wir da überhaupt schon mal? Müssen wir ja. Hä? Schade. Naja, müssen wir uns dann mal angucken, wenn wir dann wahrscheinlich nach dem Spiel alles nochmal durchmachen oder so. Hier ruckelt es ein wenig, muss man sagen. Bisschen viel hier. Und jetzt geht's auch schon wieder. Wo führt das hier hin? Hast du das Grab gefunden? Fast nicht. Wurde allerdings abgelenkt. Grease verhält sich seltsam. Er will jemanden vor der Mantis gesehen haben. Datomir zermürbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Ich halluziniere nicht, also... Ja, ich verlasse ein Dorf der Brüder der Nacht. Ich nehme die Spur wieder auf. Hört sich an, als kämst du zurecht. Ja, BD und ich schaffen das. Aber schön, dass man hier nochmal die Mantis sieht. Das ist sehr schön. Gut, ja, was haben wir denn jetzt hier? Also, hier war ja nichts. Ach doch, hier ist noch was. Oder wie? Ah, Tatsache. Tatsache! Wollte schon meinen, das soll es gewesen sein. Haha. Komm, Alter, runterkicken hat nichts mit Skill zu tun. Ich werde dir das Leben nehmen. Es reicht, Mistkerl! Ah, hier sind wir. Das ist natürlich nicht schlecht. Verlasse die verfallenen Ruinen. Da nach hinten soll ich. Hä? Soll auch wirklich? Ich soll noch weiter in die Richtung, echt? Ich hole mir erstmal wieder Leben. Konnten wir nicht das machen für 2 Punkte? Muss ich jetzt mal nachgucken. Maximale Leben und so. 2 Punkte und ich mach nochmal am Leben, komm. Leben ist immer gut. Ja. Ganz offenbar müssen wir hier hinten lang. Eine Bedrohung von unten. Er zittert vor Angst. Du behinderst mich lediglich. Ich. Nö, nö.
den Pfad nicht schon mal gegangen? Da muss ich ja jetzt einfach nur wieder rein. Ich wollte gerade sagen, den Pfad, den kennen wir doch schon. Wo ist denn der alte Mann? Haben die Brüder der Nacht ihn geholt? Eindringlich ist hier! Mehr als Beinarbeit hast du nicht drauf? Erhöhte Vorsicht! Muss ihn besiegen. Ja, ja. Wie sind wir denn letztes Mal da hochgekommen eigentlich? Da gab es hier einen anderen Weg. Wie sind wir denn letztes Mal da hochgekommen? Letztes Mal konnten wir den doch gar nicht benutzen. Ich wollte gerade sagen, hier waren wir doch noch gar nicht. Das muss das Grab sein. Ach, schau mal an. Der ganze Zusatztrip war nötig, um dieses Ding zu kriegen, um hier überhaupt hochzukommen. Hier ist ja ein Ding. Hier ist auch noch was, habe ich gerade gesehen. Ah, toll. Weißt du, dann kommt er wieder und versaut's einfach. Weißt du, ich mache einen Y-Angriff, ich krieg Schaden, während ich angreife. Ich will dem, ich krieg Schaden. So läuft's nicht, Spiel. Macht eure Kampfmechanik besser. Mehr kannst du dazu echt nicht sagen. Echt mal. Ein Dringling ist da unten. Ich verstehe. Versuch's mal, Jedi. Keine Zeit für sowas. Erledig diesen Eindringling. Helf mir, Brüder! Ich werde sie rächen. Ist ja relativ schnell wieder da. Leider die Folge nicht mehr. So geht's viel einfacher. Wir haben ja nicht wirklich viel Angriff mit dem Bogen. Auf Nahkampf erst recht nicht. Kommt hier auch wieder zurück, ne? Ja, locker. Dass ich schon wieder Abwehr gedrückt habe. Ja, es ist doch echt ein Bug. Achso, das ist von Alpha, deswegen. Jetzt bin ich. Wieder keine Macht habe, ist wieder unfassbar. Ey, der buggt irgendwie richtig. Mich trifft. Ich weich aus. Bitte, stimmt zu mir. Ach so.
Nidak Alpha besiegt. Das war wirklich ein großer Hauptgegner. Ich verstehe. Gut. Dann hat es mich nicht gewundert, dass er so stark war. Hier ist ja noch... Nein! Ach. Ah. Wollte doch noch gar nicht hier hin. Ach egal, das ist ja jetzt hier eh... Ach guck mal, hier ist ja auch nichts weiter, außer auf Madas. Willst du nachsehen? Was ist es, BD? Und BD1-Skin... Drei davon wieder. Dass er keinen davon zurückwirft, ne? Den hier sehen wir immerhin. Hallo! Warum nicht? Ja. Hallo? Darf ich den bitte aufmachen? Egal, Freunde. Das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir dann an dieser Stelle hier weiter. Und den machen wir jetzt noch bis fertig. Oh! Weil wir noch im Kampfmodus waren. Nehmen wir mal noch kurz auf. Jetzt brauchen wir ganz drin wieder frisches Leben. Du musst das einfach wissen, stimmt's? Ich dachte, du bist derjenige, der es wissen will. Und schon Material. Auch nicht schlecht. Okay, Freunde, nächste Folge geht's an dieser Stelle hier weiter. So irgendwie noch Leben zum nächsten Punkt kommen. Und dann geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.